Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zur ersten offiziellen Folge von Trainsim World 2. Ja, wir hatten ja zum Release-Tag einen kleinen Livestream gemacht, der knapp 4 Stunden war, wo wir uns zumindest schon mal die Schnellfahrstrecke Köln angeguckt haben, die London Underground Bakerloo, und wir haben uns East Coastway nochmal als kleinen Zusatz mit angeschaut. Dementsprechend, ja, falls ihr da nochmal reinkulinsen wollt und den ganzen Kram da tragen könnt mit uns und dem Livestream, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Sonst, ja, seht ihr das Ganze, wie es jetzt hier dementsprechend mit dem Video hier so ausschaut. Und dementsprechend würde ich sagen, wir testen heute mal die Schnellfahrstrecke Köln im Video. Von daher würde ich sagen, los geht's. Wir haben das Ganze ja natürlich erstmal alles auch testen müssen, mussten soweit erstmal alles einstellen. Für mich war doch das Ganze noch ein bisschen tricky gewesen, viele, viele Fehler, dachte ich. Aber wenn natürlich nicht alles eingestellt ist, dann ist dementsprechend, ja, nichts so, wie es sein soll. So, die BR442 Talent 2 Einführung. Los geht's. Willkommen zur Lokführerschulung hier im Betriebswerk Aachen. Hier werden Sie durch den Betrieb eines Elektrotriebzuges BR442 Talent 2 geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Na, dann wollen wir mal einsteigen und wollen beginnen. Tür auf. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. So, na gut. Das habe ich gemacht, meiner Meinung nach. Hallo? Ach, 5 Sekunden. Ah. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier gut. Werden Sie. Sobald der Zug mit Strom versorgt wird, betätigen Sie den Hauptschalter, um das Hauptpult zu entsperren, und schalten Sie die Multifunktionsanzeigen an. Oh. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Kein heller Lichtstrahl. Fernlicht. Okay. Stellen Sie die indirekte Bremse auf Lösen. Diese Bremse wird normalerweise nicht im normalen Fahrbetrieb gebraucht. Lösen Sie schließlich die Handbremse. Verwenden Sie den Kombihebel Leistung Bremse, um Kraft aufzubringen und loszufahren. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ich weiß gerade nicht, warum man den wählt, ja, oder den jetzt in der Einführung jetzt spielen muss. Den gab es doch schon in TSW 2020. Denn das da vorne nämlich, das ist nämlich das Highlight jetzt hier. Der ICE 3, mit dem wir hier jetzt hier rumcruisen können. 250 auf der Strecke. Hat schon was. Oh, der bremst sehr gut. So, werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Naja. Ist sicher. Ist entriegelt. Alle können einsteigen.
Tja, aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Halt, Aachen Rote Erde. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ach ja, wie kommen wir zurecht? Mit 40 dürfen wir weiter. Ja, 1,2 Kilometer sind es noch. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Seht ihr ja, ne? Da gab es auf jeden Fall Neuerungen. Ist jetzt wohl Geschmackssache, ne? Der eine mag es, der andere nicht so. Jetzt funktionieren auch übrigens meine Signale um. Da war tatsächlich eine Funktion deaktiviert gewesen, was das Ganze dementsprechend in, ja, ausgehebelt hat. Deswegen war mein Fenster die ganze Zeit grau im Livestream. Aber jetzt ist es da. Und dementsprechend, ja. Rotes Signal 85 mit PZB normalerweise. Habe das alles deaktiviert, ja, dass er mir eigentlich nichts mehr anzeigen soll jetzt hier. So. Türen auf. Fahrgäste können raus. Der hat das nicht gezählt. Das ist natürlich auch nice. Ich stehe 14 Meter zu weit weg. Ernsthaft? So, jetzt hat er es gezählt. Tja, so eine kleinen Fehler sind mir oder sind uns dann zumindest auch im Livestream schon aufgefallen, dass das nicht hundertprozentig läuft. Also auf jeden Fall muss da noch das ein oder andere Update definitiv hinterhergeschmissen werden. Und zwar zügigst, denn ich meine, die haben das ganze Ding durchgestreamt. Sie haben halt gefühlt, jeden Tag haben sie einen Stream dazu gemacht. Die Fehler, die hätten auch denen auffallen müssen. Ja? Aber naja. Ganze kostet 30 Gute Euro. Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Wundervoll. Ja, kostet 30 Euro. Es gibt noch eine Deluxe-Version, da bezahlt ihr dann 45 Euro. Zum Release hin gab es das Ganze natürlich ein bisschen preisreduzierter. Am besten könnt ihr da jetzt auf jeden Fall auch mal bei Games Planet vorbeischauen. Der Reflink ist unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr noch mal ein paar Prozent sparen. Trains in World 2. Genau. So, talentierte Übernahme, das machen wir mal jetzt nicht. Sondern wir werden jetzt mal ins Hauptmenü zurückkehren und werden mal schauen, dass wir noch vielleicht den ICE jetzt hier nochmal uns im Training hier anschauen. Und zwar, da haben wir einen. Denn wie gesagt, das ist ja nun ein großer Highlight hier auf der Strecke.
So, die BR406 ICE 3M Einführung. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen Hochgeschwindigkeitszuges ICE 3M geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Gut, das tun wir natürlich. Wir werden einsteigen. Hüppala. Ui. So, Tür zu. Schon wie immer schon Leute drinstehen. Ja, Normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Wo haben wir sie denn? ECB, Trennschalter. Das kommt da gar nicht hin, wa? Und doch. Batterie. An für 5 Sekunden. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. In dieser Einführung fahren Sie in den Kölner Hauptbahnhof ein, um den Fahrgastbetrieb durchzuführen. So, drücken Sie die Parkbremse lösen. Der Zug. Niederspeicherbremse. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Komponentenbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ja, das hat schon was, ne? Sieht schon echt schick aus. Maximal 330. Wir können natürlich auch wieder alles in der Sonnenblende. Hoch, runter. Freie Bewegen halt. PCB natürlich ist alles drin. AFB kannst du benutzen. Sogar hier musst du das Ganze einstellen mit der AFB. Zug, Besi, Beleuchtung, abfertigen, Stromsystem und so weiter und so fort. Also typisch halt Trains im World, ja, dass du halt fast alle Freiheiten hast. An einem Ort anhalten. Da haben wir auch schon ein rotes Signal. Ja, gut so. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln.
Zerriegeln Sie diesen Führerstand und wechseln Sie in den anderen, während die Fahrgäste einsteigen, da wir den Bahnhof in der Richtung verlassen werden, aus der wir gekommen sind. Oh, okay. Drücken Sie Federsprecherbremse anlegen. Auflösen. Gedimmt. Aus. So, okay. Haben wir auch noch einen Wechsel hier. So, Stufen aufsteigen. Ja, und so mal rein. So, Strom mal heben. Störung. Zugbeeinflussung. WB gesperrt. Mann. Beide Seiten schließen jetzt. Gute Arbeit. Dieser Zug ist jetzt abfahrbereit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Das war schon. Ja, das war jetzt die Einführung zum ICE 3M. Naja, ein bisschen fahren hätte man schon können, aber so ist es. Schwer ist es ja nicht, ne? Haben wir ja alles zumindest im Livestream gesehen. Und wenn wir natürlich uns jetzt hier auch noch in den nächsten Folgen anschauen. Also wenn ihr mehr sehen wollt von Trainsim World 2, unbedingt wieder einschalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Und verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.